Linghang ist krass, aber hat einen riesen Haken. Schaut das Video bis zum Ende, um alles über sie zu erfahren, damit ihr bloß keinen Fehler macht. Manche von euch können schon in die Zukunft gucken, aber nur diejenigen, die mir auf Twitch folgen, denn ich darf vorher immer schon den Testserver streamen und lebe damit in der Zukunft. Daher sind die Infos aus diesem Video auch vom Testserver und können sich auf dem Live-Server noch ändern. In diesem Video schauen wir uns Linghang an, ihre Sternverbesserung, auf wie vielen Sternen man sie denn braucht und ihre Matrizen. Im zweiten Part sprechen wir dann über Linghang und ihre Teambuilds und wir gucken uns allgemein an, ob sie sich lohnt und ob man sie pullen sollte. Also lasst gerne ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Linghang ist eine Eiswaffe und vom Typ DPS, was nicht heißt, dass man sie zwingend als Main-DPS-Waffe verwendet. Sie hat nur die DPS-Reso. Ihr Shader-Wert beträgt 16, aber der Ladenwert 8. Doch die Zahlen haben meist nicht so viel zu bedeuten. Zudem hat sie Crit in ihren Hauptwerten. Das ist aber immer sehr schön zu haben. Zudem hat Linghang eine Frostresonanz, also mit zwei Frostwaffen im Team wird der Frostangriff um 15% verstärkt. Das ist super gut. Dann hat sie noch extreme Kälte, so als kleines Extra. Dabei erhält man etwas extra Damage am Gegner. Aber bei allen neuen Gebiets, neuen Waffen ist das so. Man kann den Damage davon nicht mit irgendetwas multiplizieren, außer den Titan Stats. Und ist daher nicht wirklich relevant im Damage machen. Außerdem bekommt ihr den Effekt halt einfach nebenbei. Da müsst ihr euch nicht so viel Sorgen drum machen. Ich erkläre euch einmal in Kürze das Kit von Linghang. Sie hat 6 Auto-Attacks am Boden und auch in der Luft. Trifft man mit dem Auto-Attack, so macht man einen Stapel Kristallriss. Dies kann bis zu 3 Stapel stacken. Das bedeutet, man macht einen Damage-over-Time-Effekt, also einen Dot-Effekt. Dies ist Damage, der für eine gewisse Zeit lang anhält. Und in diesem Fall hält dieser Effekt 15 Sekunden lang an. Hier seht ihr, wie der Damage tickt. Dann kann sie noch eine Stampfattacke, die ist nicht besonders erwähnenswert. Und dann kann sie noch einen Dash-Angriff nach vorne, sowie nach hinten. Der nach vorne macht mehr Damage, der nach hinten sieht aber viel hübscher aus. Skin to win. Dann hat sie noch sowas wie eine Passive, nämlich leichte Schritte nennt sich das. Drückt man 3-mal die Leertaste hintereinander, so fliegt sie durch die Gegend. Sie kann bis zu 2 Stacks aufladen, also 2-mal fliegen. Alle 10 Sekunden bekommt man einen Stack zurück. Man muss Linghang aber in der Hand haben, damit das klappt. Mit den Sternverbesserungen kann man die Stacks der Flüge aber erhöhen, später dazu mehr. Und dann kommen wir zu ihrem Hauptangriff. Und zwar ist sie wie Mimi eine Spin-to-Win-Waffe. Man kann gedrückt halten und dann erhält sie wohl Hyper-Body. Aber wenn man auf dem Testserver irgendwie spielt, dann sieht man diesen Hyper-Body nie. Eigentlich müsste man den ja sehen, dann leuchtet man so gelb. Das heißt, die Gegner können einen nicht herumschubsen. Es steht zumindest in der Skill-Beschreibung, dass sie Hyper-Body hat. Noch macht Linghang am meisten Damage als Main-Damage-Dealer. Ich denke, das wird sich in Zukunft zwar ändern, aber jetzt benutzt man sie als Main-DD und hält den Angriff mit ihr dauernd gedrückt. Wie bei Mimi. Ich muss dazu aber etwas loswerden. Ich habe 10 Stunden mit Linghang auf dem Testserver verbracht und mit ihr gekämpft und ich muss euch sagen, sie geht mir mittlerweile dermaßen auf den Keks. Das ist unfassbar. Kein Plan, ob das nur so auf dem Testserver ist, aber folgendes. Macht man mit ihr einen Angriff, so macht sie danach ihr Schwert auf den Rücken. Hält man den Spin to Win gedrückt, so hält sie ihr Schwert auch genauso auf den Rücken. Und es kam mehr als häufig vor, dass ich dachte, dass ich gedrückt halte, aber Pustekuchen, sie hat nur so getan, als ob, und hat nur so ihr Schwert hinter den Rücken gehalten für eine Ewigkeit und nicht angegriffen. Das war nur die Animation nach dem Auto-Attack. Habe ich aber nicht gemerkt. Man kann es zwar ein bisschen erkennen, man hat nämlich so ein blaues Feld unter sich, wenn man den Spin-to-Win macht, aber spielt man mit Fiona im Team, hat man von Fiona auch ein blaues Feld unter sich. Super schwer also zu erkennen. An der Angriffshaltung kann man es ja auch nicht unterscheiden, wie bereits erklärt. Das Einzige, was irgendwie geht, ist, wenn man gedrückt hält, so leuchtet so ein Balken horizontal vor Linghang, vor ihrem Kopf. Das ist nur aktiv, wenn man gedrückt hält, also den Spin-to-Win macht. Aber ganz ehrlich, bei den ganzen Effekten, die da durch die Gegend fliegen, muss man echt genau darauf achten. Es ist super anstrengend. Man kann sich auch bewegen während ihres Spin-to-Wins und sie hält das Schwert hinter den Rücken gedrückt. Hat man das Spin-to-Win nicht aktiv und bewegt sich, hat man die ganz normale Laufanimation. Daran kann man es dann auch erkennen. Aber keine Ahnung, wie es euch gehen wird. Mich hat es wahnsinnig gemacht und es hat sich auch super clunky angefühlt. Wie gesagt, vielleicht nur auf dem Testserver, hoffentlich, aber ich fand es super nervig und wollte es hier auf jeden Fall mal ansprechen. Dann hat sie noch einen Skill und dieser lässt darauf hinweisen, dass Linghang eine Support-Damage-Dot-Waffe sowie Buffer-Waffe ist, beziehungsweise mal sein wird. Denn der Skill löst extrem viele Effekte aus, die man auch verwenden kann, wenn man gerade nicht mit Linghang aktiv angreift. Der Skill kann nämlich folgendes. Er zieht einmal Gegner zusammen, macht natürlich Damage, kann 4 Sekunden einfrieren, nicht bei Bossen oder Apex,
Apex. Nach dem Skill kommt der Effekt kalte Luft. Kalte Luft kann folgendes: Es verlangsamt, macht Damage over Time, macht 8% mehr Frostschaden für 35 Sekunden lang. Zudem bekommt man nach dem Skill dann Frostklingen. Diese machen dann folgendes: Die Klingen machen 7,5 Sekunden lang eine Klinge auf das Ziel. Am Anfang hat man 3 dieser Klingen. Und der Effekt Temperaturabfall wird ausgelöst. Temperaturabfall macht dann wiederum folgendes, nämlich einen Damage over Time Effekt, der für 12 Sekunden alle 3 Sekunden Damage over Time am Gegner macht. Also ja, sehr viele Damage over Time Effekte, die alle nebenbei aktiv werden und runterticken, nachdem man den Skill gemacht hat. Und sie bufft auch noch Frostschaden. Dann hat sie noch eine Ult, die schon hübsch aussieht. Hier seht sie euch einmal an. Noch besser ist es natürlich mit dem Simulacra. Die Ult macht Damage und macht nochmal Damage, wenn der Tiger aufkommt. Und nach der Ult macht man für 30 Sekunden 8% mehr Endschaden. Also noch ein Hinweis darauf, dass Ling Hang eine Sub-Damage-Buffer-Waffe sein wird in der Zukunft. Kommen wir nun zu den Sternen. C1 erhöht nach dem Skill den Frostangriff um 10%. Zudem bekommt man noch einen Damage-Over-Time-Effekt für 30 Sekunden. C3 verstärkt den Basismultiplikator vom Temperaturabfall-Effekt, also verbessert einen der 1000 Damage-Over-Time-Effekte, den sie hat. Zudem hat man 4 statt 3 Frostklingen nach dem Skill und ist das Ziel solo unterwegs innerhalb von 6 Sekunden und bleibt solo. Und Temperaturabfall ist obendrauf auf dem Gegner. So bekommt man noch einen neuen Effekt, und zwar Adersiegel. Adersiegel macht folgendes: Es verlangsamt das Ziel um 30%, nicht Bosse und Apex. Und wenn Adersiegel noch auf dem Gegner drauf ist und eine der Frostklingen macht dann Damage am Gegner, so bekommt man dann noch einen neuen Effekt, nämlich eisiger Ausbruch. Eisiger Ausbruch macht dann folgendes: Es macht Damage basierend auf der verlorenen LP des Gegners. Also noch mehr Effekte. C5 verbessert den Effekt Kristallriss. Das war der Damage Over Time Effekt vom Auto-Attack. Und den Effekt kalte Luft. Das war der Damage Over Time Effekt nach dem Skill. Und zwar beides um 50%. Zudem werden die leichten Schritte, also das Fliegen, auf 10 Stacks erhöht. Man kann nun also sehr viel durch die Gegend fliegen. Und zudem wird auch noch die Wiederherstellungsrate davon alle 3 Sekunden auf einen Versuch erhöht. C6 macht dann folgendes: Der Damage von den Frostlingen, also die man nach dem Skill bekommt, und dem Temperaturabfall, der Damage over Time Effekt von nach dem Skill, der mit den Frostlingen kommt, wird erhöht. Außerdem wird der Effekt nun auf ein Gebiet ausgeweitet. Tja, was heißt das nun? Auf wie viele Sterne braucht man sie? Meiner Meinung nach auf C0 oder C1, also 0 oder 1 Stern, denn sie funktioniert auch gut ohne Sterne. Das Gute an C1, damit kann der Frostangriff um 10% erhöht werden, was ich definitiv Teamkombis mit Frostwaffen und Ling Hang zusammen empfehlen würde. Auch für die Zukunft ist dies eine gute Investition. Der Rest der Sterne erhöht nur die 5 Milliarden Damage over Time Effekte, und laut meinen Tests, die ich 10 Stunden lang durchgeführt habe, machen die Sterne zwar diese ganzen Effekte natürlich stärker, aber nicht wirklich krass viel, und es bringt auch keine neue Mechanik mit sich, die man unbedingt brauchen würde, damit die Waffe oder irgendeine Teamkombi gut funktioniert. Hier geht alles auf C0, und spielt man eine Eiskombo, dann geht alles auch super auf C1, mit ein bisschen mehr Damage halt dann. Mehr braucht man nicht. Mehr dazu erfahrt ihr dann noch im Teil 2 meines Ling Hang Guides, da gehe ich nochmal genauer darauf ein, was die Teamkombis angeht, und das Ergebnis wird euch überraschen. Es war echt krass, also lasst gerne ein Abo da, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Schauen wir uns nun die Matrizen an. Das 2er-Set gibt 7% mehr All-Ele-Damage. Zudem macht die Frostklinge von Ling Hang mehr Damage. Dafür muss sie dann aber halt auch im Team sein. Zudem funktioniert das Set im Nebenhand-Slot. Das 4er-Set braucht auch eine Frostwaffe im Team, um zu funktionieren. Und am besten auch Ling Hang im Team. Denn das 4er-Set erhöht nach der Ulti von einer Frostwaffe den Endschaden für 30 Sekunden um 12%. Zudem macht man mit Ling Hang im Team 12% mehr Damage für alle Angriffe und funktioniert auch im Offhand-Slot. Nur das Set-Effekt mit der höchsten Sternbewertung tritt in Kraft. Das bedeutet, dass ihr Ling Hang Vierer-Set nicht auf allen 3 Waffen im Team benutzen könnt. Also ihr könnt nicht Ling Hang das Vierer-Set von Ling Hang geben und Yulan auch das Vierer-Ling Hang-Set und Fiona auch noch das Vierer-Ling Hang-Set, denn es wird nur ein Set gezählt, wenn ihr das 3-mal benutzt auf den 3 Waffen, denn die Matrizen funktionieren ja im Nebenhand-Slot. Was das bedeutet, dazu habe ich
in der Anfänger-Playlist ein ganzes Erklärungsvideo gemacht und zählt die Matrize im Nebenhandslot, würde das Ling-Hang-Set ja dann dreifach wirken, wenn man es auf drei Waffen gleichzeitig drauf hat. Das geht nicht, das soll man nicht, aber das ist eigentlich klar und macht auch keiner. Trotzdem werde ich immer wieder gefragt, was dieser Satz bedeutet. Das heißt ja einfach, er verwirrt eher, als dass er hilft. Also spielt das Ling-Hang-Matrizen-Set nur auf einer Waffe und nicht auf allen drei. Dasselbe gilt auch für das Zweier-Set natürlich. Da, wo der Satz nicht dran steht, da zählt die Regel dann natürlich nicht. Also ihr könnt zum Beispiel Crow Zweier-Set-Matrizen auch auf allen drei Waffen packen und es zählt und es funktioniert. Denn die Crow-Matrizen wirken nicht im Nebenhandslot. Daher kann man die auf mehrere Waffen machen und es juckt nicht. Sie sind nur dann aktiv, wenn man die Waffe auch aktiv in der Hand hat und damit Auto-Attacks macht. Das Zweier-Set von Ling Hang finde ich schön. 7% All-Ele-Damage ist super für die Zukunft und Rainbow-Sets, da es eben allen Damage erhöht. Die Frostklinge finde ich jetzt nicht so krass. Und dann kommen wir schon zum Vierer-Set. 12% mehr Endschaden nach einer Frost-Ult ist auch sehr nice und zudem noch 12% mehr Damage für alle Angriffe, wenn Ling Hang im Team ist. Also ich denke, es wäre sinnvoller, Ling Hang auf 10-0, also auf 0 Sterne zu pullen und dann die Matrizen. Und dann spielt man die Team-Kombi, die ich im nächsten Video empfehle. Da geht es nämlich unter anderem um Ling Hangs Erwachen, welche Teams man mit Ling Hang spielen sollte, welche Matrizen und welches Erwachen man in den jeweiligen Teams spielt und ob sich Ling Hang denn allgemein überhaupt lohnt zu pullen. Denn das ist eine ganz wichtige und besondere Frage. Besonders jetzt ist es wichtig, da keinen Fehler zu machen. Also lasst gerne ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Wenn ihr mich und meinen Content supporten möchtet, dann könnt ihr jetzt Kanalmitglied werden. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Ein besonderer Dank geht hier an meine Stufe 3 Kanalmitglieder. Fettbacke, Dragon, Luna, Blutengel, Dr. Türknau, Dönerente, Minifish und Complex Rains. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da oder schaut bei mir auf Twitch vorbei. Ich würde mich sehr freuen.